Partie zwischen dem SC Weiche 508 und Eintracht Norderstedt. Endstand 2:1, Halbzeit 2:0. Und wie man unschwer erkennen kann, sitzt neben mir nicht der Gästetrainer Jens Martens, sondern Olofemi Smith. Und zu meiner Linken habe ich Thomas Selig, unseren Coach. Und wie es sich gehört, erst das Statement vom Gast. Olofemi, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, zunächst mal, das hat eine Seele draußen auf dem Platz auch schon gesagt, Glückwunsch an Weiche zu den 3 Punkten und zum Sieg hier heute. Ja, für uns ist es eine bittere Niederlage, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass wir über 90 Minuten hier wirklich eine ordentliche Partie geliefert haben, wo wir uns am Ende jetzt leider wieder nicht mit Punkten belohnen können, beziehungsweise jetzt mit leeren Händen wieder nach Hause fahren. Wir sind ein bisschen schleppend in das Spiel reingekommen, da hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass unser Saisonstart nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft haben. Haben aber dann in der Spieldauer auch ein bisschen mehr Kontrolle bekommen, kriegen dann wiederum natürlich zu einem... Wenn wir das in dämlicher Zeitpunkt für das zweite Gegentor kurz vor der Halbzeit und wenn man bei Weiche mit 2 Toren zurückliegt, dann wird es erfahrungsgemäß eine ganz harte Nuss. Ich muss dann meiner Mannschaft, glaube ich, ein Riesenkompliment machen, dass sie für das, was sie in der zweiten Halbzeit dann noch weiter abgerufen hat, wie sie sich dann nochmal dagegen gestemmt hat, auch fußballerisch immer wieder Lösungen gefunden hat, sich Torchancen rausgespielt hat und dann haben wir es leider nur geschafft, nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen und sind dann nicht mehr mit dem Lucky Punch nochmal aufgetreten. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, das nehmen wir jetzt mit und ja, werden jetzt das Positive aus diesem Spiel mitnehmen, dass die Moral in der Truppe absolut intakt ist, dass wir fußballerisch auch mehr und mehr dahin finden, wo wir uns selber auch spielerisch sehen wollen. Und das wird dann mittelfristig auch mit Punkten belohnt, davon bin ich überzeugt. Und dann werden wir unsere Saisonziele sicher auch erreichen. Von daher nehmen wir das jetzt mal als einen nicht ganz optimalen Saisonstart, aber ja, mehr ist es auch nicht und die Saison ist auch lang. Danke dir. Thomas, dein Statement zum Spiel. Du kannst zufrieden sein, glaube ich. Wenn man gewinnt, ist man immer zufrieden. Das ist definitiv so. Wir sind ja heute angetreten, weil wir das Spiel auch gewinnen wollten. Am Ende haben wir uns auch belohnt. Also erstmal danke für die Glückwünsche. Die nehme ich natürlich gerne entgegen. Ich sehe es nicht ganz 100% also wie du. Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr souveränes Spiel gemacht haben und auch durchaus die Möglichkeit hatten, das Ergebnis vielleicht sogar noch ein bisschen höher zu stellen. So in der zweiten Halbzeit haben wir dann in der Tat die Souveränität vermissen lassen. Und es ist ja nicht immer untypisch, dass wir uns jetzt auch manchmal bei Führung ein bisschen tiefer stellen, um dem Gegner nicht die Möglichkeit zu bieten. Das hat ja bis zum Gegentor auch funktioniert. Ja, bei dem Gegentor, das wissen wir glaube ich selber, haben wir nicht gut ausgesehen, da haben wir uns nicht gut defensiv verhalten. Und dann ist es im Fußball immer wieder so, der Gegner erzielt den Anschlusstreffer, mental glauben sie wieder an sich. Hätten wir diese, ich sage, das ist ja fast mehr als 100% gewesen, die Chance von Kramer, hätten wir da wieder auf 3:1 gestellt im Anschluss, wäre es wahrscheinlich ruhiger für uns geworden. So ist es halt schwierig, den Gegner vom Tor fernzuhalten. Norderstedt hatte viel Ballbesitz, 2 Torchancen hatten sie, einmal der Kopf mit Lühne und einmal der Schuss von Nils Brüning, den Flo Kerschke hervorragend pariert. Ansonsten haben wir im Großen und Ganzen nicht zugelassen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Ich kann es immer nur wiederholen, jedes Spiel muss von der ersten bis zur letzten Minute abgearbeitet werden. Es ist gut gegangen heute, wir haben 2:1 gewonnen und deswegen hat die Mannschaft heute Abend sich bei ihrem Mannschaftsabend selber belohnt, denn es ist doch immer schöner, mit dem Sieg abends zu feiern, als dass du dich darüber ärgerst, nach einer 2-0-Führung vielleicht unentschieden gespielt zu haben oder möglicherweise zu verlieren. Also, alles gut, 4 Spiele, 4 Siege, hervorragender Saisonstart. Ja, und die Jungs haben auch Bock darauf, weiterzumachen, aber wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen. Danke. Und ich möchte natürlich auch nicht vergessen, ne, ich habe ja nun auch über 4 Jahre in der Norderstedt trainiert, habe immer noch Gesichter, die in der Mannschaft sind, wohnen um die Ecke. Ne. Ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr in die Aufstiegsrunde kommt, das ist doch ganz klar. Viel Erfolg weiter. Gut, danke dafür. Gibt es seitens der Presse Fragen? Ja. Olofemi, ein Wort zu den Spielern, die sonst aber die heute das erste Spiel von Beginn an gemacht haben, vielleicht. Vincent Jaco, Jasper Hölscher, ja, was sagst du zu den Leistungen?
Ja, zu Yves ist das, er hat es über eine Stunde lang oder ein bisschen mehr als eine Stunde genau das gemacht, was wir uns von ihm erhofft haben. Er hat dann die Erfahrung, die Zweikampfstärke und auch die Qualität, um dann in so einem Spiel vielleicht auch im Mittelfeld gegen einen starken und robusten Gegner auch dagegen zu halten. Das war seine Aufgabe, die hat er vernünftig gelöst, da sind wir absolut einverstanden. Jasper Hölscher heute mit seinem ersten Startelf-Einsatz in der Regionalliga, auch da sind wir absolut zufrieden. Ja, das war sehr gut, was er in der ersten Halbzeit gemacht hat. Er hat sich sehr reingehauen, hat auch offensiv zwei, drei Mal auch Nadelstiche setzen können. Von daher auch da absolut okay, ja, so wie wir uns das auch erhofft haben. Und wie gesagt, wir haben einen breiten Kader, ich habe es ja vorher schon gesagt, wir sind für alle Spieler, die wir dabei uns haben, die können in der Regionalliga spielen. Heute waren mal andere dran, dadurch, dass wir eben jetzt auch englische Wochen haben, eine hohe Belastung haben und die Jungs haben das gut gemacht. Bei einem Neuzugang habe ich noch ganz vergessen. Wie? Vorne, aber Neuzugang habe ich noch ganz vergessen. Ali, ja, auch Ali, ja, auch da war es klar, dass wir heute einen Spieler brauchen, der auch dann sehr aktiv ist, sehr lauffreudig ist, viele weite Wege geht und auch für die Mannschaft arbeitet, das hat er gut gemacht. Hätte sich in der einen oder anderen Situation vielleicht auch nochmal mit einem Torabschluss ein paar Szenen auch in der Offensive arbeiten können. Da gab es ja erst einmal so zwei, drei Ansätze, wo er es dann nicht ganz im Tempo zu Ende bringt und dann nicht zum Abschluss kommt. Aber auch da, das war das erste Mal, er trainiert jetzt seit zweimal mit der Mannschaft trainiert, hat jetzt immer das erste Mal auf dem Platz gestanden. Auch da, weil wir die Belastung ein bisschen steuern müssen, weil wir Mittwoch ein geschehenes Pokalspiel vor der Brust haben. Und der hat es auch gut gemacht, sind wir absolut zufrieden und einverstanden. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn kann ich Norderstedt noch eine gute Einfahrt wünschen. Für euch geht es bereits am Mittwoch weiter gegen Paloma, wenn ich das richtig gesehen habe. Und am Samstag habt ihr VfB Lübeck zu Gast. Am Sonntag. Am Sonntag, okay. Für uns geht es nächsten Samstag weiter gegen Teutonia Ottensen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Samstag, schönes Restwochenende. Und hoffe, dass ich euch beim nächsten Heimspiel hier gegen Heide alle wiedersehen darf. Jo. Schönen Tag.